Ich verwandle jetzt die ganze Kacke in Pizzen. Wer steht nicht auf Schokopizzen? Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Noch schön mit ganzen Stücken drauf. Cremig, weich und lecker. Fantastisch. So, ich dachte mir, ich check jetzt vielleicht nochmal eine andere Klasse, denn ich weiß nicht, Magician ist, glaube ich, ein bisschen zu overpowered. Ich war da jetzt so schnell auf Level 12.000. Ich denke, das muss auf jeden Fall noch genervt werden. Also, ich weiß nicht. Das Spiel ist schon gut, denke ich. Es ist auf jeden Fall besser als jedes andere MMO, das ich kenne soweit. Und ich kenne eine Menge MMOs. Also, ich bin sowas von MMO Pro, sowas von. Und ich als geprüfter MMO-Spieler kann das, staatlich geprüfter MMO-Spieler kann das, und staatlich geprüfte Ziege kann das sowas von. Also dachte ich mir jetzt vielleicht nochmal die Microwave, vielleicht ist sie nicht so ob. Es ist ja sonst auch zu unfair gegenüber anderen Spielern, würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt einfach alle so schnell platt mache, das ist ja nicht fair. Gott. Ja, die Mikrowellenklasse. Wie könnte ein MMO ohne Mikrowellenklasse auskommen? Ich weiß es nicht. Gar nicht. Absolut gar nicht. Was haben wir hier für Kräfte? Okay, wir können Pizzen durch die Gegend schmeißen. Das ist verdammt nützlich, denke ich. Wir können explodieren. Das ist bestimmt auch verdammt nützlich. Wir können mit unserer Klappe schlagen. Wir können mit unserem Stromkabel schlagen. Wie zur Hölle lecken wir? Das will ich jetzt ausprobieren. Wir grillen jetzt den Spieler hier. Galaxy Killer. Du wirst jetzt gegrillt. Außerdem kriegst du... Ich glaube, wir haben ihn gerade in eine Pizza verwandelt. Das heißt, wir können tatsächlich Spieler in Pizzen verwandeln. Das ist natürlich toll. Hier kommen wir her. Tarantua... Ilsel Dronnel Fronnel. Pizza. Wir verwandeln jetzt einfach jeden in eine Pizza. Ist ja auch viel besser als alles andere. Viel besser als so einen Haufen olle Menschen hier rumrennen zu haben. Ersetzen wir die doch mal alle lieber durch eine leckere Pizza. So, du kommst auch her. Pizza. Wer bäht hier? Bähen ist nicht erlaubt. Du kommst her. Pizza. Lecker, lecker Ziegenpizza. Wie könnte man ohne Ziegenpizza auskommen? Das weiß ich auch nicht. Das sind so Dinge im Leben. Ziegen, Pizzen, Mikrowellen und Ziegenpizzen in Mikrowellen. Ich wüsste nicht, wie ich ohne leben könnte. Dich grillen wir gleich auch nochmal. Pizza. Das ist jetzt unsere neue Quest. Wir verwandeln die gesamte Welt in Pizzen. Oh, Kenny! Komm her, Kenny, ich erlöse dich von deinen Leckproblemen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, nimm einfach eine Pizza. Oder weißt du was? Zwei Pizzen, weil ich heute so großzügig bin. Oh Gott. Ich liebe dieses Spiel. Einfach dieses Bild. Einer fröhlichen Mikrowelle, wie sie fröhlich durch den Wald stolziert. Was ist hier los? Dude, you gotta help me. I've been stuck in this poop pile for days now. Okay. Er steckt in einem Haufen Scheiße fest. Da kann ich dir auch nicht helfen. Das ist... Okay, scheinbar kann ich dir schon helfen. Acquired new quest. Deep shit. Sowas von. Received a piece of shit. Das ist schön. Komm, ich nehme dich mit. Ich verwandle jetzt die ganze Kacke in Pizzen. Wundervoll. Kann man alles noch recyceln? Wer steht nicht auf Schokopizzen? Das ist doch das Beste, was es überhaupt gibt. Noch schön mit ganzen Stücken drauf. Cremig, weich und lecker. Fantastisch. Liam Giantender. Wie wär's mit einer Pizza? Nein? Okay. Okay, du läufst einfach weiter. Lü-tü-tü-tü-tü-tü-tü.
Musik ist auch ganz fantastisch. Typisch mittelalterlich. Typische Mittelalter-Elektronikmusik. Ganz klassisch. Klassische Elektronikmusik. Was die meisten gar nicht wissen, ist, dass die Elektronikmusik tatsächlich im Mittelalter auch erfunden wurde. Genauso wie Dubstep. Alles kommt alles aus dem Mittelalter. Das ist eigentlich alles ganz klassische Musik. Tatsächlich auch vom selben Erfinder, von Heinz Dubstep. Heinz Dubstep hat sowohl Dubstep als auch Elektronikmusik erfunden. Wobei einige meinen, dass Thomas Edison die Elektronikmusik erfunden hätte, aber das ist vollkommener Schwachsinn. Nein, Franz Dubstep. Sarah Taylor. Warum hast du einen Frauennamen? Dafür wirst du gleich erstmal zu einer Pizza verarbeitet. Pizza! Pizza! Pizza. Nee, komm her. Du wirst auch zu einer Pizza. Niemand wird verschont. Dim-di-dim-di-di-di-di-dim. Ich bin eine Mikrowelle. Ich mikrowelle den ganzen Tag. Ich stopfe irgendein Ding in mich rein und verarbeite sie zu Pizzen. Grace Morin chillt auf einem Baum und isst jetzt eine Pizza. Das reibt sich sowas von. Pizzen überall. La da 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 da. Okay, hier waren wir schon. Vielleicht noch ein bisschen Schafspizza. One Winged Angel 87. Ist das tatsächlich auch ein Spieler? Ich stehe nicht auf PvP. Dafür verwandle ich dich jetzt einfach mal in eine Pizza. Guck mal her, du bist auch eine Pizza. 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 Kaboom. Lass mich in Ruhe. Ich bin doch nur eine Pizza. Eine Mikrowelle, meine ich. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Irgendein dämonischer Zirkel. Okay. Vielleicht können wir einfach ein paar Ziegen auf dem dämonischen Zirkel opfern. Zu Pizzen verarbeiten, vielleicht. Ach, ihr killt euch ja alle gegenseitig. Opfern wir ein paar Pizzen dem Satan. Komm mit. Was hab ich denn gar nicht? Komm da her. Nehme ich euch einfach alle auf in mein geräumiges Inventar. Ist viel Platz hier drin, keine Sorge. Keine Sorge. Bob, komm mit, Bob. Oder Bloib. Wie auch immer, du heißt jetzt Bob. Komm her. Komm her. Ihr müsst alle mitkommen. Ihr müsst alle dem Satan geopfert werden. Komm her. Ich bin eine Mikrowelle. Ich bin eine Mikrowelle. Ich laufe durch den Wald. Ich bin eine Mikrowelle, ich brate Pizzen den ganzen Tag. Es ist so schön, eine Mikrowelle zu sein. Jacob de Groot, haben Sie etwas Zeit, über unseren Lord und Meister Satan zu sprechen? Es dauert auch nicht lange. Nein? Okay. Dann tu einfach so, als wäre ich nicht da. Kein Problem. Du wirst eben auch zu einer Pizza. Was hast du davon? Was hast du davon, dass du mir nicht zuhörst? Henna Liedne. Hallo. Hätten Sie Zeit, über unseren Lord und Meister Satan zu sprechen? Nein? Okay. Pizza daneben. Daneben Pizza.
schubst mich doch nicht so rum, nur weil ich anders bin als ihr. Hallo, ich hätte auch gerne ein Ticket für den Scheiterhaufen. Dankeschön. Wundervoll. Jetzt bin ich innen heiß und außen heiß. Hier, ich zahle auch mit Pizzen. Jede Menge Pizzen. Na, macht Spaß. Offensichtlich. Ja, habt eine Pizza und auch eine Pizza. Nehmt ein paar Pizzen. Okay. Wenn ihr glaubt, dass ihr mich so herumschubsen könnt, nur weil ich eine Mikrowelle bin, dann soll es eben so sein. Aber damit müsst ihr dann leben. Auf Wiedersehen, du grauenhafte Welt. Okay, das war Goat Simulator, beziehungsweise Goat, das MMO, das absolut beste MMO, das es überhaupt jemals gegeben hat, meiner Meinung nach, und das wird es sicherlich auch für Jahre noch bleiben. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da oder ein Kommentar. Ich lese alle Kommentare und das freut mich immer besonders, Kommentare zu lesen. Dann in diesem Sinne, liebe Leute, bis zum nächsten Mal.